Wer ist mutig genug, sich freiwillig für ein Leben im Kloster zu entscheiden? Er hier zum Beispiel, Marco Nobis aus Köln. Er hat sein altes Leben eingetauscht und ist jetzt Deutschlands jüngster Franziskanerbruder. Wir haben ihn besucht. Also ich behaupte, Mönch darf das Kloster nicht verlassen. Ich glaube, Mönch darf sowieso nicht aus dem Kloster raus, weil er ist ja ein Mönch, kein normaler Mensch. Also, das stimmt nicht. Der jüngste Franziskanermönch Deutschlands wirkt auf uns ziemlich normal. Und raus aus dem Kloster darf Bruder Marco, so oft er will. Ich glaube nicht, dass sie so mit modernen Geräten unterwegs sind. Also Internet und solche Geschichten glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke, ein Smartphone würden sie nicht benutzen. Ha? Auch falsch, wie man sieht. Auch das Wetter ist gut. Ja, ich glaube, dass die sehr spartanisch essen, also wirklich auf gesunde Ernährung Wert legen und gesunde Küche. Und halt auch, deswegen sind ja alle so schön schlank, die Mönche, ne? Nicht so wie wir. Auch das können wir nicht bestätigen. Auf dem Frühstückstisch im Kloster entdecken wir Schokocreme. Der Kühlschrank sieht so aus. Mittags ist auch nicht gerade Diät angesagt. Und abgemagert wirkt keiner. Wie verdient der sein Geld? Ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich zum größten Teil aus Spenden finanzieren, oder? Wieder falsch. Bruder Marco geht jeden Tag außerhalb des Klosters arbeiten, als Erzieher für Jugendliche und Kinder. Von seinem Lohn hat er aber dann nur 60 Euro zur freien Verfügung. Der Rest kommt auf das Gemeinschaftskonto des Klosters. Dazu gleich mehr. Irgendwie ist das Leben als Mönch ganz anders, als sich das viele vorstellen. Aber wie ist es denn nun wirklich? Zugegeben, auch wir sind erstaunt, als wir feststellen, dass Bruder Marco am liebsten via WhatsApp Termine vereinbart, Emoji-Austausch inklusive. Via WhatsApp erlaubt er uns auch, ihn kurz nach dem Aufstehen zu überfallen. Bruder Marco, schon wach? Dürfen wir schon reinkommen? Und so stehen wir um 6 Uhr vor seinem Zimmer. Uns interessiert, ob alle Mönche Frühaufsteher sind, die sofort nach dem Aufstehen beten. Wir waren früher wach als du. Ja, das kann gut sein. Aufstehen ist nicht so leicht für dich. Sagen wir es mal so, ich bin kein Morgenmuffel, aber so, ja, früh aufstehen ist jetzt auch nicht so unbedingt meine Stärke. Aber früh aufstehen gehört nun mal zum Klosterleben. In 30 Minuten beginnt das erste Gebet. Natürlich mit geputzten Zähnen. Und da fragen wir uns, wer zahlt eigentlich die Toilettenartikel, die hier rumstehen? Muss er die von seinen 60 Euro Taschengeld kaufen? Ich weiß nicht, manche Brüder sagen dann von sich aus, okay, wenn ich jetzt doch irgendwie jetzt ein Aftershave oder so haben will, dann hole ich es mir vielleicht mal. Davon ist ja auch dieses Verfügungsgeld im Monat, dass ich mir davon auch mal was hole. Aber im Normalfall ist alles, was ich hier an Duschgel oder an Hautcreme oder an Seife, das ist alles, was wir vom Orden bekommen, natürlich. Das gilt nicht nur für Toilettenartikel, sondern auch für alles andere, was man so braucht. Das ist mein Habit, das ist unser Ordensgewand. Das ist das einzig maßgeschneiderte Kleidungsstück in meinem Kleiderschrank, wo ich doch sonst eigentlich nur alles von der Stange habe. Und das ist, den tragen wir ganz unterschiedlich. Ich trage ihn sehr gerne, auch um mich einfach mal abzuheben von der Welt, um zu sagen, ja, ich bin Ordensbruder. Die drei Knoten an unserem Zingulum, das ist eine Erinnerung an unsere Ordensgelübde, Armut, Keuschheit und Gehorsam. Bruder Marco gehört den Franziskanerorden an. Armut war früher ein wichtiger Ordensgrundsatz. Aber was heißt das eigentlich heute? So richtig arm wirkt es hier nicht auf uns. Und wir entdecken viele Gegenstände in Marcos Zimmer, die wir bei einem Mönch am allerwenigsten vermutet hätten. Ich habe das, was man zum Leben braucht. Und genau da ist eben für mich so die entscheidende Frage nach Einfachheit. Brauche ich wirklich alles? Muss alles immer auf dem neuesten Stand sein? Oder ist es eben die Frage nach der Nützlichkeit? Ein einfaches Leben, schön und gut. Aber warum geht man dafür gleich ins Kloster? Gibt alles auf, lässt alles zurück? Was treibt einen irgendwo hin? Also ich meine, ist ja wie bei der Bundeswehr, entweder Not oder Überzeugung. Also, ne?
wüsste jetzt keinen Grund, warum man es machen sollte. Marco ist heute 27 und hatte bis vor 4 Jahren ein ganz normales Leben mit vielen Freunden, hat nach dem Abitur soziale Arbeit studiert. Das sind Fotos von seiner letzten Reise nach Peru. Warum gibt man all das auf? Ja, ich hätte auch, ich würde sagen, wie jeder Jugendliche auch, Freundinnen, habe mich verliebt und habe aber öfters auch in Beziehungen gemerkt, irgendetwas ist da, was so mich woanders hinzieht. Nicht, dass ich fremdgegangen bin, nein, aber irgendwo hat der Glaube immer so einen stärkeren Anziehungspunkt bekommen. Sein starker Glaube hat Marco also weg von seinem früheren Leben hin zu den Franziskanern geführt. Erst probeweise für ein paar Wochen, dann für immer. Denn dort hat er gefunden, was ihm vorher fehlte. Da merke ich einfach, dass das im Vergleich zu meinem früheren Leben mit Partys, mit Freunden unterwegs sein, eigentlich doch nur zum Schlafen und zum Essen nach Hause zu kommen, da hat mir der Orden auch nochmal die andere Seite vom Leben gezeigt. Der Franziskanerorden, zu dem Marco gehört, geht zurück auf Francesco von Assisi, der vor rund 800 Jahren in Italien gelebt hat. Für Marco ein großes Vorbild. Dabei ist Francesco in seiner Jugend alles andere als ein frommer Mönch. Er ist ein richtiger Partyhengst mit reichen Eltern. Doch dann wird Francesco schwer krank und denkt viel über den Sinn des Lebens nach. Er krempelt alles um, verzichtet auf sein Erbe, was seinem Vater gar nicht gefällt. Trotzdem zieht Francesco als Bettler und Wanderprediger los. Er fordert die Menschen auf, einfach zu leben, auf Luxus zu verzichten, Natur und Tiere zu lieben, sowie Nächstenliebe zu praktizieren, so wie er selbst. Einer bekannten Legende nach konnte er sogar mit Tieren sprechen und hielt eine Predigt vor Vögeln. Ob das stimmt? Wer weiß. Sicher ist, viele junge Männer schließen sich ihm an. Daraus werden die minderen Brüder, die für andere da sein wollen. Heute gibt es weltweit nur noch rund 14.000 Franziskaner. Nachwuchs fehlt. Die Bezeichnung Mönch hören sie übrigens nicht so gern. Denn ein Mönch lebt zurückgezogen von der Welt und beschäftigt sich hauptsächlich mit seinem Glauben. Die Franziskaner wollen mehr sein. Darum nennen sie sich lieber Brüder. Es gibt ja Nachwuchsprobleme. Jetzt frage ich mal ganz provokativ, nehmt ihr einfach jeden? Nein, also jeden so salopp nehmen wir nicht. Nur weil man jetzt mal die Bibel gelesen hat oder gerade Probleme mit seinem Umfeld hat und sich deswegen ins Kloster flüchtet, weil man da rundum versorgt ist. Also so schnell geht's nicht. Es gibt nämlich eine lange Bewährungszeit auf dem Weg zum Ordensbruder. 7 Uhr morgens. Marco geht zum Frühgebet. Erst vor ein paar Wochen ist er in dieses Kloster in Niedersachsen gezogen. Davor war er in Berlin 1 Jahr lang Postulant, eine Art Mönchspraktikant. Erst danach darf man das offizielle Gewand anlegen und sich Bruder nennen. Nach dem Postulat ist man 1 Jahr Novize. Im Anschluss wird man Junior. In etwa 5 Jahren legt Juniorbruder Marco die feierliche Profess ab, das letzte bindende Gelübde. Marco verzichtet dann auf alles, was er besitzt oder erbt. Danach ist ein Ausstieg noch möglich, aber schwierig. Im Moment wäre es noch relativ einfach. Du bist dir deiner Sache im Moment total sicher, du hast nie Zweifel. Ich habe im Moment keine Zweifel, ich habe eher Herausforderungen. Also ich merke, wo auch nochmal Punkte sind, wenn man merkt, so alle Freunde heiraten oder so. Oder wenn man auch mal ja, auch Freunden begegnet, wo man merkt, oh, ist da jetzt gerade so ein kleines Verliebtsein. Da einfach auch ehrlich mit sich zu sein und von daher bin ich glücklich. Ich weiß natürlich nicht, was passiert in 5 Jahren, ob ich nicht dann doch mit dem Kinderwagen durch die Altstadt bummle. Noch hat Bruder Marco die feste Absicht, für immer im Orden zu bleiben. 7.30 Uhr, Frühstück mit den Brüdern. Zu siebt leben sie hier und auf uns wirkt es ein bisschen wie eine große WG. Marco ist mit Abstand der Jüngste. Und wie in einer WG hat jeder seine Haushaltspflichten. Bruder Marco ist für den wöchentlichen Einkauf zuständig. Er versucht dabei, höchstens zwischen 50 und 70 Euro des Gemeinschaftsgeldes auszugeben und trotzdem allen Wünschen seiner 6 Mitbrüder gerecht zu werden. Besonders beliebt die günstigen Würstchen aus dem Glas.
Hungern muss im Kloster keiner, aber zu viel Luxus würde den Grundsätzen der Franziskaner widersprechen. Einer davon ist ja Armut. Super, danke. Bruder Marco hat heute bei seiner Arbeit Spätdienst. Darum ist noch eine Runde Sport drin. Sport hilft ihm nicht nur, sich fit zu halten, sondern auch einem weiteren Grundsatz des Ordens gerecht zu werden. Keuschheit. Sex in jeder Form ist für Marco tabu. Sport hilft ihm dabei. Natürlich meldet sich der Körper. Das ist einfach in uns drin, dass wir uns auch nach Sexualität sehnen. Das ist ganz natürlich. Aber es ist eben die Frage für mich, muss ich immer meinem Trieben nachgehen? Oder ist es eben auch mal die Beherrschung meines Körpers, auch zu sagen, nur weil das Glöckchen klingelt, muss ich ihn jetzt nicht fressen. Was sagt eigentlich Marcos Vater zu seinem neuen Leben? Seine Mutter ist leider verstorben. Bei einem Telefonat mit dem Papa in Köln schalten wir uns dazwischen und fragen nach. Und fehlt er Ihnen denn manchmal? Weil jetzt ist er ja doch ganz schön weit weg. Ach, fehlt er tut aber schon. Ganz gewaltig. Es ist halt so, ich bin halt selbstständig im Glück und kann halt unheimlich schwer loslassen. Direkt nach dem Telefonat macht sich Marco auf zur Spätschicht als Erzieher. Bei jedem Wetter fährt er mit dem E-Bike, denn die sieben Brüder haben zusammen nur ein Auto. Aber nicht nur Marco arbeitet, alle anderen Brüder natürlich auch. Bruder Markus zum Beispiel war früher IT-Spezialist mit eigener Firma. Jetzt ist er nicht nur Mönch, sondern als Priester für zwei Gemeinden zuständig. Bruder Johannes schreibt gerade seine Doktorarbeit in Theologie. Bruder Thomas hat Landmaschinenmechaniker gelernt, bevor er ins Kloster ging. Jetzt gibt er, genau wie Bruder Franz, täglich Seminare im Tagungshotel, das ans Kloster angeschlossen ist. Und Bruder Rainer Maria ist gelernter Optiker. Jetzt schmeißt er den gesamten Haushalt für sieben Brüder. Eine Haushälterin oder Putzfrau gibt es nicht. Mehrere Generationen leben hier zusammen, wie in einer Großfamilie. Ich weiß, dass viele bei uns auch eher meine Großeltern sein könnten. Aber das war mir im Vorhinein auch klar. Ich war mir bewusst darüber, dass ich nicht in einen Jugendclub eintrete, wo alle 25 sind. Wir sind ein Stück weit wie eine Familie. Und doch muss aber auch jeder Platz für sich haben und seinen Weg gehen. Markus Weg führt täglich auf den Jugendhof Obermeier, wo er als Erzieher arbeitet. Sind fertig. In der Einrichtung leben Kinder und Jugendliche auf Anweisung des Jugendamtes, weil es in ihren Familien Probleme gibt. Welche führen wir zum Schutze der Kinder nicht weiter aus? Zusammen mit 9 Kollegen ist Marco für die 24-Stunden-Betreuung von 8 Kindern zuständig. Silvanas Problem sind im Moment eigentlich nur Hausaufgaben, auf die sie so gar keine Lust hat. Ein bisschen Druck zu machen gehört auch zu Bruder Marcos Aufgaben. Komm, das sind 2 Sätze jeweils. 2 Sätze, das sind schon allein 3 Zeilen. Wo sind das 2 Sätze? Ein Satz. 2. Satz. Ich habe recht. Das zahle ich dir beim Mensch, ärger dich nicht zurück. Zahl mir das zurück. Würfel du dich. Unser Eindruck: Marco lebt hier eine Art Familienleben, das er als Mönch selbst so nie haben wird. Silvana weiß zwar, dass Marco ein Ordensbruder ist, sie selbst würde aber nie Nonne werden. Aus einem ganz bestimmten Grund. Ja, ich hab ihn vor ein paar Tagen gefragt, ob man sich denn als Nonne auch schminken darf. Und da meinte er nein. Und deswegen, nö. Hier auf dem Hof sollen die Kinder und Jugendlichen ein bisschen Nestwärme spüren und zur Ruhe kommen. Zum Beispiel durch Kontakt zu Tieren. Und auch da packt Marco mit an. Wie sein Vorbild Franziskus hilft er anderen. Ah, der untere Manier fährt. Alles gut. Wenn Marco Nachtschicht hat, übernachtet er sogar auf dem Jugendhof und fährt nicht zurück ins Kloster. Heute hat er frei und kann mit seinem Kumpel Johannes ausgehen. Auch das ist erlaubt. Es gibt keinen Regelkatalog, ob ich jetzt Fußball spielen darf, ob ich jetzt
Facebooks haben darf, ob ich überhaupt ein Handy besitzen darf, wann ich ins Bett muss. Das sind alles so Dinge, das ist einfach ganz dynamisch. Eben alles in Maßen. Auch Alkohol dürfte er trinken. Er mag ihn aber nicht. Doch er ist froh, dass er hier auch außerhalb des Klosters schon einen Kumpel gefunden hat. Seine Freunde von früher hat er ja zurückgelassen. Und die Mitbrüder im Kloster sind alle wesentlich älter. Und es guckt jetzt auch keiner auf die Uhr und sagt, Quatsch, nein, nein. Marco ist nee. Aber zum Zapfenstreich noch nicht zu Hause. Nein, 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 nein. Zapfenstreich, nee, da guckt keiner. Letztendlich muss ich ja selber auch für mich entdecken und herausfinden, ich sag mal, wer abends feiern kann, kann auch morgens früh beten. Ne? Also nach dieser Devise lebe ich halt. Früher Marco Nobis, jetzt Bruder Marco. Radikaler kann man sein Leben kaum umkrempeln.